Ein herrlich milder Tag, Starbuck. Und wie friedlich ist der Himmel. An solch einem Tag habe ich meinen ersten Wal erlegt. Ich war noch blutjung. Bald 40 Jahre ist es her. Ja, 40 Jahre und 1000 Jagden auf den Wal. Wozu dieser Wahnsinn der Jagd? Dieser ewig währende Kampf mit dem Meer? Warum vergeude ich mein Leben mit Harpunen und Lanzen? Ich fühle mich alt, Starbuck. Als wäre ich Adam, erdrückt von der Last der Jahrmillionen seit der Flucht aus dem Paradies. Kommen Sie her, Starbuck, ganz nah zu mir. Lassen Sie mich in das Auge eines Menschen sehen. Es ist besser, als auf die See zu starren. Was ist es nur? Welcher Dämon? Welches unerforschliche Wesen treibt und drängt mich wider aller Sehnsucht und Liebe unaufhaltsam und ohne Unterlass weiter und zwingt mich zu Taten, die mein eigentliches innerstes Wesen verabscheuen würde? Ist Ahab Ahab? Bin ich es? Ist es Gott? Oder wer sonst, der diesen Arm bewegt? Doch wenn selbst der gestörende Lauf und Bahn nur durch des allmächtigen Kraft gelenkt wird, wie kann mein winziges Herz da pochen? Mein armes Hirn denken, wenn nicht Gott dieses Herz pochen lässt, diese Gedanken denkt und mein ganzes Leben lenkt und nicht ich. Bei Gott im Himmel, wir werden um und um gedreht auf dieser Welt, wie diese Winde dort. Und das Schicksal bestimmt den Kurs. Und zu alledem ein Himmel, der heiter lächelt. Und die unergründliche, endlose See. Schauen Sie. Schauen Sie nach in die Tiefe. Sehen Sie das ewige Morden da unten? Wer hat es diesen Geschöpfen eingegeben, einander zu jagen und zu töten? Was geschieht mit diesen Mördern? Wer sollte sie wohl verurteilen, wenn der Richter selbst vor die Schranken muss? Aber wozu soll ich grübeln an diesem friedlich schönen Tag? Starbuck, Sie sind an mich gefesselt. Dieser Akt des Dramas ist schon seit langem vorbereitet. Wir beide sind nur Figuren in einem Spiel, das schon seit Millionen Jahren festliegt, noch bevor dieser Ozean hier rollte. Mr. Starbuck, kommen Sie noch mal her, bitte. Was soll Ihr langes Gesicht bedeuten? Haben Sie Angst vor Moby Dick? Kapitän Ahab, ich fürchte mich nicht vom Tod, wenn er mich in der Ausübung unseres Berufes ereilen sollte. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Aber ich bin auf Walfang hier und nicht, um Ihre persönliche Rachgier zu stillen. Ihr blinder Hass auf ein wildes Tier, das nur ein Notwehr gehandelt hat, grenzt an Vermessenheit. Wie können Sie zu mir von Vermessenheit sprechen? Ich würde sogar die Sonne angreifen! Wenn sie mir etwas zu Leibe täte. Haben Sie verstanden, Starbuck? Nichts, was wir an unserer Umwelt wahrnehmen, zeigt je sein wahres Gesicht. Alles versteckt sich hinter Masken, die ein unerforschliches Wesen geformt hat. Der weiße Wal fordert mich heraus! Er lässt mich nicht mehr los. Wenn ich auch nur die Maske sehe, es ist das, was hinter der Maske versteckt ist, was ich so hasse. Das Böse ist es, das die Menschen seit Urzeiten plagt und verängstigt und ihr Denken beherrscht. Das uns verletzt und verstümmelt, anstatt uns einen schnellen Tod zu schenken. Und uns Menschen zwingt, weiterzuleben mit einem halben Herzen, einer halben Lunge. Ich sage Ihnen offen und ehrlich, Sir, ich bin gegen Sie. Aber fürchten Sie Starbuck nicht. Doch Ahab muss sich vor Ahab hüten. Seien Sie auf der Hut, Kapitän Ahab.